komische Wörter im Deutschen formen. Ich will's, glaube ich, gar nicht wissen. So ist da irgendjemand hinter mir. Nein. Also ich komme wieder auf die Spur ganz links. So einfach. Und muss abbremsen. Hey. Gut. Und beschleunigen. Ja, das ist die Macht der Gewohnheit. Ach Gott, habe ich jetzt gerade Schrecken bekommen. Ich sollte aufpassen, dass ich in England bin. Ich glaube, wenn ich jetzt nichts mehr los war oder jetzt, wenn ich aufgehört habe zu fahren, hänge ich mir einen Zettel am PC-Bildschirm. Achtung, ich bin in England links fahren. Damit ich das auch nicht vergesse. Weil sonst kann ich euch schon fast versprechen, damit das nächste Let's Play mit einem Frontalcrash anfängt. Der nächste Part, die nächste Aufnahme, was auch immer. So, 64 Kamera, ich war perfekt. Perfekt. Das ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ne, die kann ich nicht nachvollziehen. Doch, ich kann sie nachvollziehen. Oh Gott, hab ich doch gerade gesagt. Ich werde mal kurz auf MPH umschalten. Um zu wissen, ob die Geschwindigkeitsbegrenzungen in England auf MPH sind. Optionen. Oh, ich höre Musik. Gameplay. Meilen. Was kann denn noch? US-Galon, what the fuck? Okay, Fahrenheit, wundert mich nicht. Pfund im britischen Tollen, wundert mich auch nicht, im Pfund auch nicht. Was sind denn mit den US-Galonen? Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. So, dann gucken wir mal. Jetzt auf die Geschwindigkeitsbegrenzung nämlich um einiges mehr nachvollziehbar sein. 40, haha. Das hört sich so langsam an. Aber ich fahre jetzt auch MPH. Das ist eine ganz andere Größenordnung. So, dann stelle ich jetzt wieder um. Ich dachte schon. Jetzt gibt das plötzlich alles Sinn. Was mache ich denn? Gameplay. Kilometer. So. Ich meine, man muss ja auch mal überprüfen, ob das stimmt, was ich hier überhaupt sage. Und ich sollte mir erst recht nicht wieder widersprechen. Ich weiß nicht warum. Ach doch, ich weiß warum. Nee, ich weiß nicht warum. Ach doch, ich weiß warum. Oh nee, ich weiß nicht warum. Oh ja, ich kann Stunden so weitermachen. Ich darf 64 fahren. Okay, das heißt, ich runde auf 65, schalte den Tempomat ein. 65, passt. Und setz mich anders hin. Gut. Jetzt kommt mir das wieder so vor, als wäre das Mikro zu weit unten. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so, weil ich werde sowieso nicht so lang so sitzen. Da ist nur ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man die ganze Zeit nur in der gleichen Sitzposition, nennt man das so? Sitzposition, was weiß ich, irgendwo rumhockt. Das Komische ist, das stört mich jetzt auch nur hier beim PC-Spiel oder wenn ich Auto fahre. Irgendeine lange Strecke, was weiß ich, wenn... Früher, das ist schon ein paar Jahre her, wenn wir immer mit dem Urlaub mit dem Auto im Urlaub gefahren sind, dann ja, fand ich das auch extrem unbequem, weil man den ganzen Tag gleich hocken musste. Aber in der Schule, komischerweise, macht mir das überhaupt nichts aus, obwohl ich da eigentlich auch den ganzen Tag gleich hock. Komisch. Komisch. Na, es könnte dann liegen, dass ich in der Schule alle dreiviertel Stunden eine längere Pause habe, wo ich ein bisschen rumrennen kann. Das habe ich hier nicht. Ich werde hier nicht alle dreiviertel Stunden gezwungen rumzurennen. Ja. Aber wenn man sich in der Schule aussuchen darf, blöd rumrennen oder Unterricht, dann auf jeden Fall blöd rumrennen. Außer als Sport, weil dann ist blöd rumrennen scheiße. So, Thermal ist noch drin? Ja, ich dachte schon, weil wir fahren, weil sich die Geschwindigkeit gerade so stark variiert hat, aber das hat nur in den Hügel gelegen. Gut, noch 200 Kilometer genau. Was so ungefähr 3 Stunden braucht, wenn wir überlegen, wir haben einfach 15 gebaut, das heißt, wir haben jetzt schon
Da hat nur noch ein Fünftel der Zeit. Und eine scharfe Kurve, richtig krass. Hier ist ganz leise. Den kleinen Bereich, ja, greift das Force Feedback eigentlich gar nicht oder kaum. Weiß ich nicht, ich bin noch nie ohne Force Feedback gefahren, deswegen weiß ich nicht, ob das hier gar nicht greift oder eben nur weniger. Oder es halt einfach so ein bisschen Lenkspiel sein soll. Was weiß ich. So, wie haben wir denn die 3000 Euro verloren? Ne, wir waren auf 29.000. So, wir haben getankt, dann waren wir auf 29.000. Dann habe ich einen Unfall gebaut, dann war ich auf 28.600. Dann bin ich gefahren mit dem Zug. Dann war ich auf 26.300. 26, was laber ich? 28.300. Das heißt, es bleiben hier immer noch 550 Euro ungeklärt. Weiß nicht. Ach, ich bin einmal zu schnell gefahren und das hat 550. Ach, alles perfekt. Alles passt. Gut, dann fahren wir mal, ne? Das kann ich ja auch noch 10 und 20 mal sagen. Aber wir haben gleich die Landstraßenstrecke hinter uns. Können wieder ein bisschen mehr Gas geben. Was ich mich frage, ist, ob der das mit der Geschwindigkeit vorausrechnet, also damit man auch mal langsamer fährt, also mit der Zeit, die man braucht, oder ob die sich jetzt erstmal ziemlich stark verringern wird, wenn ich jetzt wieder schneller fahre auf der Autobahn. Beim normalen Navi ist es ja so, glaube ich. Weiß nicht, ich habe früher immer natürlich das Navi mit strengen Augen beobachtet, wenn man Mutter damit gefahren ist. Ja, gibt ja nichts Schöneres, wenn man noch ein paar Jahre jünger ist als ein Navi. Ja, ist doch was Tolles, ne? Wenn man das Auto sieht, wo das in echt ist, auf so tollen Straßen in so einem kleinen Gerät, gibt es nicht was Schöneres? Oh ja, es gibt viel Schöneres. Zum Beispiel ETS-2 fahren. Und na, da kam es mir immer so vor. Beziehungsweise ich denke, es kam mir so vor. Ich habe es natürlich nicht mehr alle genauen Erinnerungen vor. Aber soweit ich weiß, habe ich die Erinnerungen so gehabt. Ja, was heißt was? Also soweit ich weiß, habe ich die Erinnerungen so gehabt. Ich glaube, dass es so war. Ich bin mir definitiv nicht sicher, aber ich glaube, dass es so war, dass umso schneller man gegangen ist, umso ja, langsamer ist dann auch die Zeit vergangen und umso schneller man gefahren ist, umso schneller ist, nee, nicht umso schneller ist die Zeit vergangen, sondern umso kleiner war dann die Zeit, die man noch braucht. Das heißt, jetzt sich dann immer bei Geschwindigkeit, ja, also wir gucken, 2 Stunden, 24 Minuten, 3 Stunden, 29, nein, ich glaube, es war vorgerechnet, weil wir sind jetzt, haben jetzt ziemlich eine Geschwindigkeit verloren. Am besten rede ich noch ein bisschen mehr, ohne Luft zu holen, dann stecke ich. Gut. Ja, ich habe das Licht noch an, ne? So. Diese erste Stufe kann ich anlassen, das ist ja kein Licht vorne, das ist irgendwie nur ein bisschen Licht halt, ne? Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein spezielles Licht ist. Ja, es bleibt so. Wenn ich jetzt wieder auf der Autobahn bin, das heißt, es wurde vorberechnet, damit ich dann auch zwischendrin mal langsamer fahre. Gut, dann hier hoch. Und wir verlieren schon wieder Geschwindigkeit. Oh, es geht noch, oder vorne darf ich wieder nur 40 fahren, dann beschleunige ich jetzt nicht weiter, sondern bleib auf 64 km/h mit dem 8. Gang auf Vollgas. Und ja, damit ich da ein bisschen schnell runterbremsen kann, wenn ich auf 40 km/h muss. Und dann passt ja auch schon wieder alles, ne? Dann kann ich einfach wieder ein bisschen Gas geben und dann hochschalten und dann Tempomat und dann fahren und dann einparken und dann ist alles fertig. Ja, alles geht immer so schnell in der heutigen Zeit. 40, 40. Oh, es gibt ja auch schon keine Geschwindigkeitsbegrenzung in Großbritannien, wenn ich hier runterfahre. Krass. Soll vorkommen. So, dann schalte ich im 10. Gang und schalte den Tempomat auf 95.
70. 75, 80, 85, 90, 95. Passt. Ich vertraue meinen Augen dann nicht, was die auf der Anzeige sehen. Weil ich glaube, ach nee, ich bieg noch nicht ab. Ich glaube, der LKW da vorne ist ein bisschen langsamer als ich. Er ist schneller. Ja, so wenig Abstand. Tut mir sehr leid, dass ich jetzt nicht geguckt habe, ob da jemand kommt, aber alles ist gut gegangen. 80.